Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Liebe Geschwister, zunächst einmal möchten wir uns natürlich bedanken, in allererster Linie bei Allah, Azza wa Jal, dass er uns gesund hergebracht hat und wir die Möglichkeit haben, heute inshallah ta'ala in eurer gesegneten Moschee ein paar Hasanat zu sammeln. Dann danken wir auch natürlich der Moscheeleitung und auch Sheikh Abu Anas, möge Allah Azza wa Jal ihn bewahren und seine Dawah erfolgreich machen. Und wir danken auch Ansar Düsseldorf, die sich wirklich jeden Tag darum bemühen, damit es der Umma besser geht. Und subhanallah, wie viele Leute haben wir heute, die eine Sorge der Umma sind und nicht Lasten von der Umma abnehmen? Schau mal, wie viele Leute wir haben, die sind wallahi eine Sorge für die Umma. Das heißt, andere müssen sich auch noch um sie kümmern, obwohl ein Großteil der Umma krank ist. Deswegen frage dich, o Diener Allahs, bist du eine Sorge der Umma? Oder nimmst du der Umma Lasten ab? Was ist besser? Möchtest du eine Last sein oder möchtest du Sorgen der Umma abnehmen? Und jeder, der etwas Verstand besitzt und etwas von seiner Religion verstanden hat, bei Allah, er sagt, ich möchte dieser Umma, der gesegneten Umma von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Lasten abnehmen und nicht zusätzlich eine Sorge für diese Umma sein. Möge Allah azza wa jal unsere Herzen reinigen und uns zu unterwerfenden Dienern ihm gegenüber machen. Und ich verspreche euch, das Thema, was wir heute besprechen, ist tatsächlich wichtig für jeden Einzelnen von uns. Und heute an diesem Tage wird jeder Muslim feststellen können, wo sein Iman wirklich ist, wo sein Glaube wirklich ist. Denn heute müssen wir uns verantworten, liebe Geschwister. Und wir werden heute sehen, wer die tatsächliche Elite war. Die Leute, die den Islam angeführt haben, für den Islam gekämpft haben, für den Islam geopfert haben. Und wir werden sehen, wer wir tatsächlich sind, die wir hier in Gemütlichkeit leben und uns um die Welt überhaupt keine Sorgen machen. Das ist der Tag, an dem die Gesichter entblößt werden, liebe Geschwister. Wir werden reden über die Sahaba und ihre Selbstaufopferung für diese Religion. Die Sahaba und die Selbstaufopferung, was haben sie geopfert für diese Religion? Und auch über die Salaf werden wir einiges erfahren. Allah Azza wa Jal sagt eine gewaltige Aya im Koran, liebe Geschwister. Zwischen der Surah Al-Fatiha und der letzten Surah. Was ist die letzte Surah? An-Nas. Alhamdulillah. Wie viele Surah gibt es im Koran? 114. Alhamdulillah, seid ihr keine Islam-Experten. Weil die im Fernsehen sind, bei denen gibt es 250. Möge Allah Azza wa Jal uns bewahren. Allah Azza wa Jal sagt zwischen der Surah Al-Fatiha und der Surah An-Nas, in der Sura Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala spricht Worte, die nur jemandens Herz berühren, der auch diese Wörter spricht. Der auch Allah azza wa jal kennt, liebe Geschwister. Er sagt uns subhanahu, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Ihr werdet niemals, oh ihr Muslime, ihr Gläubigen, den wahren, vollständigen Glauben erreichen, bis ihr von dem ausgibt, was ihr liebt. Allah sei. Und dann habe ich gleich eine Frage an dich, o Diener Allahs. Was war das Wertvollste, was du für Allah gespendet hast? Nicht, dass mir jetzt einer mit einer Antwort kommt. Ich frage dich und antworte für dich selber. Was war das Wertvollste, was du für Allah Azza wa Jal gespendet hast? Vielleicht waren es Millionen. Vielleicht war es etwas, was du dein Leben lang geliebt hast und worum sich deine Gelüste gedreht haben. Du hast es einfach gespendet für Allah Azza wa Jal, weil du ihn am meisten liebst, subhanahu wa ta'ala. Aber vielleicht bist du auch so geizig, dass du nie etwas in deinem Leben gespendet hast, was nur eine kleine Bedeutung für dich hat. Möge Allah Azza wa Jal uns nicht unter den Geizigen schreiben. Hört diese Überlieferung an von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. In Braunschweig macht man kein Salawat. Sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte, لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا.
Der Geiz und der Glaube vereinigen sich niemals im Herzen eines Dieners. Niemals. Was? Der Geiz und? Der Glaube. Und der Glaube. Wisse das. Wenn du geizig bist, dann gibt es etwas an deinem Iman, was zu bewenden ist. Der Geiz und der Glaube vereinigen sich niemals im Herzen eines Dieners. Und die Gelehrten sagen, Kullu bachilin kadhab. Jeder Geizige ist ein Lügner. Wenn du zu einem Geizigen hingehst, du sagst ihm, spende mal etwas für Syrien, für Palästina, für unsere Geschwister. Sie haben einen kalten Winter zu überstehen. Was sagt er dir, ein Geiziger? Was sagt er dir? Als Lüge? Kein Geld. Ich bin mir nicht sicher, ob das dort ankommt. Ich habe kein Geld. Er wird sagen, ich habe kein Geld. Der Geizhals, der wird sagen, ich habe kein Geld. Aber das ganze Geld ist in der Matratze, worauf er schläft. Er schläft darauf. Und er pflegt seine Matratze wie niemand. Wal'iyadu billah, anderes. Das Wertvollste pflegt, liebe Geschwister, weil er diese Sache als Liebe, vielleicht sogar als höchste Liebe besitzt. Du musst aufpassen. Allah Azza wa Jalla sagt, ihr werdet niemals vollständig gläubig sein, bis ihr ausgibt von dem, was ihr hasst oder von dem, was ihr liebt. Von dem, was ihr liebt. Und jeder Geizige ist ein Lügner, liebe Geschwister. Und ein Geiziger hat eine schlechte Vermutung über Allah. Wer sagt mir warum? Warum hat ein Geiziger eine schlechte Vermutung über Allah? Weil er denkt, dass er es nicht wiederkriegt. Er denkt, dass er es nicht wiederbekommt. Er hat Verlustangst. Er denkt, er hat Verlust. Er denkt, er hat Verlust. Und dieses, liebe Geschwister, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns beschrieben in einer Überlieferung, die wenig Leute kennen. Er sagte, ما يخرج رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحيي 70 شيطانا. Wenn jemand eine Sadaqa gibt, ein Almosen, dann tut er das, nachdem er von 70 Teufeln befreit worden ist. Du gibst erst eine Sadaqa, nachdem du 70 Teufel überwältigt hast. Und wir kennen das. Subhanallah al-Azim. Du bist beim Jum'ah und du hast die Rede gehört. Du sagst, Allahu Akbar, ich habe gemerkt, ich habe Iman. Takbir, Subhanallah. Dann fässt du dir in die Tasche 20 Euro als Geldschein und 1 Euro als Münze. Und du sagst, nein, ich muss heute meinen Glauben bestätigen. Und dann fässt du natürlich was an? Die 20 Euro. Und der Weg zur Box ist weit. Der Weg zur Spendenbox ist weit. Und während du hinläufst, kommt wer? Shaitan. Sagt dir, Subhanallah, du hast heute noch nichts gegessen. Ja, hier ein Döner und ein Multivitamin. Erstmal abziehen von den 20 Euro. Zieh das ab. Wie willst du heute den Tag überleben? Ohne Rotkohl und Feta-Käse. Und dann läuft er 2 weitere Meter. Oh, Subhanallah, die Scheibe von meinem Telefon ist ja auch etwas kaputt vom Handy. Also versuche ich auch, dieses mit den 20 Euro zu bezahlen. Bis er an der Spendenbox ist, was gibt er, den 20 Euro oder den 1 Euro? Den 1 Euro. Nicht mal den 1 Euro. Der macht, dass er wegkommt. Der sagt, der weiße Leim kostet auch 1 Euro. Der schmeckt so gut. Wie viele Shayatin versuchen ihn davon abzuhalten? 70 Shayatin, liebe Geschwister. Deswegen sagt Allah Azza wa Jal im Koran, er sagt uns, الشيطان يعدكم الفقر. Der Shaitan, er verspricht euch Armut. Das heißt, wenn du 100 Euro in der Tasche hast, er sagt dir, wenn du jetzt nur 1 Euro spenden würdest, ist das nicht mehr eine dreistellige Summe, sondern nur noch eine. Zweistellige. Du bist arm. Du bist arm. Lass das. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah aber verspricht euch Vergebung von sich aus und Huld und Gnade. Guckt mal, was der Shaitan einem verspricht. Armut. Er macht dich arm. Er redet dich so lange arm, bis du nicht spendest. Denn Shaitan erkennt den Lohn für die Spende, liebe Geschwister. Deswegen, du musst stärker sein als Shaitan. Jetzt, nachdem du diese Überlieferung gehört hast,
Wenn du den 20-Euro-Schein in die Hand nimmst, dann gib ihn sofort, bevor wer kommt? Shaitan. Bevor Shaitan kommt und dich davon abhält, diese großartige Spende zu machen. Hört, was der Gesandte Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte. Er sagte, ittaqun nara walau bishiqqi tamra. Fürchtet das Höllenfeuer, selbst wenn es nur mit einer Hälfte der Dattel ist. Eine halbe Dattel fürchtet das Feuer, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und er beweist uns damit, wie schwer dieser Tag ist. Ja, Achi! Spende. Und wenn es auch nur die halbe Dattel ist, Hauptsache du befreist dich an diesem Tag vor Jahannam. Vor Jahannam. Möge Allah azza wa jalla uns alle vor Jahannam bewahren. Und manche Leute geben nicht mal die halbe Dattel. Heißt das jetzt, sie haben keine Möglichkeit mehr in unserer Religion? Höre, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam weiter sagt. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ شِقَّ تَمْرَ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ. Und derjenige, der nicht einmal in der Lage ist, eine Hälfte der Dattel zu spenden, so soll er ein gutes Wort sprechen. Hauptsache, du rettest dich an diesem Tag vor Jahannam, liebe Geschwister. Subhanallah. Einer von uns, guck mal, wie er vom Shaitan überwältigt wird. Shaitan kommt zu dir und sagt, was bringt ein Euro? Du willst heute ein Euro spenden. Schau mal, die Brüder, die geben alle Hunderte von Euro aus. Du aber hast nur einen einzigen Euro und er hat wirklich nicht mehr. Soll dir dieser Euro was bringen? Die Antwort ist ja, höre, was mein und dein Prophet uns sagen. Sabaqa dirhamun. Mi'ata alfi dirham. Ein Dirham kann mehr wert sein als 100.000 Dirham. Sabaqa dirham. Mi'ata alfi dirham. Ein Dirham kann mehr Wert haben als 100.000. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns dieses erklärt. Weil einer, der zum Beispiel nur 2 Dirham besitzt, fällt es ihm schwer. Das ist praktisch die Hälfte seines Besitzes, liebe Geschwister. Dass er einen Dirham von 2 Dirham gibt, das ist sehr, sehr schwer für diese Person. Aber ein Millionär, der hat nicht nur 100.000 Dirham, der hat was? Millionen von Dirham. Der holt die 100.000 raus und spendet sie. Und es macht ihnen so gar nichts aus. Deswegen denke nicht darüber nach. Wallahi al-Azim, 1 Cent. 1 Cent kann vielleicht der Grund sein, damit du und ich uns aus dem Höllenfeuer befreien, liebe Geschwister. Und manche Geschwister regen sich auf. Ja, in der letzten Zeit werde ich nur noch angesprochen. Der will was von mir. Und hier schickt man mir eine SMS und dort eine E-Mail. Jeder will, dass ich ihm helfe. Was kann ich tun? Du kannst dir, Achim Karim, dein Geld aufteilen. Wenn du zum Beispiel 20 Euro im Monat hast oder du hast 40 Euro oder 100 Euro, je nachdem, dann teile dein Geld auf und gib für jedes Projekt etwas. 2 Euro hier und 3 Euro dort und 5 Euro dort. Du bist an allen Projekten beteiligt. Mit anderen Worten, ein Investor. Du investierst am Aktienmarkt. Nur mit einem Unterschied, die Aktien gehen niemals runter, sondern das sind Jannah Stock. Wir nennen sie Jannah Stock. Das heißt, Aktien, mit denen wirst du was erreichen? Das Paradies. Insofern kannst du niemals verlieren. Ja, Achi, wenn ich dir sagen würde, gib mir 20.000 Euro. Es gibt eine Aktie, wenn du darin investierst, bei Allah, und ich schwöre einen kräftigen Schwur, dann wird sie steigen. Wirst du geben oder nicht? Wirst du geben oder nicht? Du wirst geben. Du wirst sogar von deiner Frau das Geld aus der Tasche klauen, richtig? Du wirst geben. Subhanallah al-Azim. Warum? Weil du dir sicher bist, dass deine Investition Erfolg bringt. Aber hat Allah dir nicht versprochen, dass du, wenn du für ihn etwas gibst, dass Allah Azza wa Jal darüber Bescheid weiß? O Diener Allahs, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte, damit wir unser Vermögen jeden Tag versuchen zu spenden, liebe Geschwister, auch wenn es wenig ist, er sagte sallallahu alaihi wasallam, ma min yawmin yusbihu al-ibadu fi illa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Jeden Tag kommen 2 Engel auf die Erde herunter. Jeden Tag. Du siehst sie nicht. Aber sie kommen herab auf die Erde. Und der eine macht ein Bittgebet und der andere macht ein Bittgebet. Der eine sagt, ja Allah, gib denjenigen, der freigebig ist, der spendet, gib ihm Vermehrung. Gib ihm Erfolg. Gib ihm, weil er freigebig ist.
und der andere Engel macht ein Dua gegen dich. Ja Allah, gib ihm Verlust, weil du nichts gespendet hast. Jeden Tag kommen diese Engel herab. Und Wallahi, ich habe das selber gesehen mit eigenen Augen. Wir haben Leute in der Moschee. Jeden Tag werfen sie, und du hörst es von Weitem, eine Münze herein in die Sadaqa-Box. Damit wer sie segnet und wer für sie ausgibt, Allah Azza wa Jal. Das ist das Vertrauen, liebe Geschwister. Und Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anh, wie ihr alle wisst, hat einmal etwas ganz Bestimmtes im Islam gemacht. Der Prophet Muhammad s.a.w., so heißt es in der Überlieferung, قَدْ أَخْرَجَ مَالَهُ كُلَّهُ وَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا تَرَكْتَ لِأَهْلِهِ قَالَ تَرَكْتُ لَهُمْ أَلَّهَ وَرَسُولَهُ. Einmal hat er sein gesamtes Vermögen gespendet. Und Abu Bakr war bekannt, dass er die besten Taten gemacht hat, liebe Geschwister. Er hat sein gesamtes Vermögen gespendet. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu seinem Liebling Abu Bakr, er sagte zu ihm, was hast du für deine Familie gelassen? Einer von uns hätte jetzt gesagt, Subhanallah, das stimmt. Ich habe gar nicht bedacht, dass ich eine Familie habe und sie werden vielleicht jetzt umkommen. Aber schaut mal, weil Abu Bakr auf Allah richtig vertraut hat, sagte er zum Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich habe ihn Allah und seinen Gesandten gelassen. Allahu Akbar. Ich habe ihn Allah und seinen Gesandten gelassen. Und er hat sein gesamtes Vermögen ausgegeben, liebe Geschwister, für Sabilillah. Und ich frage euch nur eine einzige Frage. Gebt mir bitte eine Antwort. Ist Abu Bakr an Hunger gestorben? Nein. Subhanallah. Alleine wenn wir nur darüber nachdenken, dass wir unser ganzes Vermögen spenden, wir sterben dabei. Schaut mal, Abu Bakr ist nicht an Hunger gestorben. Ja, niemand sagt dir, du sollst dein ganzes Vermögen spenden. Wallahi, niemand sagt dir das. Denn um sowas zu machen, braucht man einen richtigen was? Iman. Einen richtigen Glauben. Aber, ja, 5%, 6%, 7% von deinem Vermögen, wer hält dich ab? Und auch sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu den Frauen, dass sie spenden sollen. Denn ihr solltet wissen, liebe Geschwister, dass die Frauen eine ganz besondere Strafe bekommen. Yawmul Qiyamah. So sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, qala ya ma'ashara an-nisa tasaddaqna fa inni uritukun akthar ahli an-nar. O ihr Frauen, spendet, denn ich habe im Höllenfeuer gesehen, dass ihr die meisten Höllenbewohnerin seid. Das Höllenfeuer ist besetzt am meisten durch die Frauen. Jetzt hören wir uns mal an, warum durch die Frauen. Und jedermann kann das bestätigen, was er jetzt hört. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, فَقُلْنَا وَبِمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. Dann fragten die Frauen, warum ist das so, O Gesandte Allahs? قَالَ تُكْثِرْنَا اللَّعْنِ وَتَكْفُرْنَا الْعَشِيرِ. Ihr beschwert euch häufig und ihr seid undankbar gegenüber euren Menschen. Ne? Stimmt? Jeder Verheiratete sagt das. Er sagt, das ist meine Frau, das ist meine Frau. Die wurde erwähnt im Hadith, Allahu Akbar. Deine Frau verlangt gewaltige Sachen von dir. Im Winter, 1 Uhr nachts, geh und hol mir von der Tankstelle ein Bum-Bum-Eis. Und dann fährst du krass erstmal dein ganzes Auto ab vom Eis und du fährst und du hast eine Rutschpartie, bis du zur Tankstelle ankommst, dann musst du draußen warten, weil der Schalter schon zu ist, für dich fertigen sowieso. Und so kam man, bis du das Bum-Bum-Eis bekommst. Und dann kommst du nach Hause, findest deinen Parkplatz und parkst 1 Kilometer weit entfernt. Du kommst nach Hause, sie sagt dir, das war das Falsche, nicht das Rote, ich wollte das Gelbe. Sie sind was? Undankbar. Undankbar gegenüber ihren Ehemännern, liebe Geschwister. Das sollte uns zu denken geben. Hört mal, wie die Salaf waren. Und jetzt wollen wir hören, wie die besten aller Diener Allah Azza wa Jal richtig gedient haben, auf Allah Subhanahu wa Ta'ala vertraut haben und niemand anderem mehr geliebt haben, nicht mal ihre Gelüste. Sie haben ihre Gelüste nicht vor Allah Azza wa Jal gestellt. Dakhala ahadun ala Sulaiman ibn Habib. Einer kam einmal zu einem Salaf-Gelehrten herein. Sein Name ist Sulaiman ibn Habib. Wa indahu Jariya. Und er hatte eine Jariya. Wer war sie? Yuqalu laha al-Badr. Min ahsani nisa' wajhan. Sie hatte das hübscheste Gesicht unter den Frauen, liebe Geschwister. Deswegen hieß sie wie? Al-Badr. Was bedeutet Al-Badr bei uns?
Vollmond. Bei uns bedeutet Al-Badr Vollmond. Ja, aber ich meine, wenn du das hier im Deutschen sagst, du sagst zu einer Frau, du hast ein Mondgesicht, das ist anders. Ja? Im Arabischen ist das auf einer. Wenn du hier sagst, hier Mondgesicht, dann kannst du vergessen, dass sie dich heiratet. Aber bei uns, wir sagen, sie war so schön wie der Mond. Das ist eine ganz besondere Auszeichnung, liebe Geschwister. Sie hieß Badr und war die hübscheste unter den Frauen. Dann sagte Suleiman, der diese Jaria besessen hat, und er hat neben ihr viele andere Sklavinnen besessen. كَيْفَ تَرَى هَذِهِ الْجَارِيَةِ Er sagte zu seinem Gefährten, wie findest du sie? Dann sagte er, مَا رَأَتْ عَيْنَيْ أَحْسَنْ مِنْهَا قَدْ Meine Augen haben niemals Hübscheres als sie gesehen. Dann sagte er, Suleiman ibn Habib, خُذْ بِيَدِهَا Nimm sie mit, sie gehört dir. Er hat sich gewundert, wie er sie ihnen einfach schenken kann. Er sagte, لِيَعْلَمَ هَوَيْ أَنِّي لَهُ غَالِبٌ Damit mein Gelüst weiß, dass ich es besiege, wann immer ich es möchte. Allah. Er gibt das Wertvollste, was er besitzt. Und ich meine, seien wir mal ehrlich, eine hübsche Frau, die man besitzt, wer gibt sie gerne aus den Händen? Aber er hat es getan, damit er seinem Gelüst beweist, du bist Herr, sondern ich bin der Herr. Allahu Akbar. So waren sie, liebe Geschwister. Und hört, und ihr kennt alle diese wunderschöne Ayah, über die Sahaba, die Allah Azza wa Jal im Koran ausgezeichnet hat. Und das sind unsere Vorbilder. Er sagt, Subhana wa yu'thiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa. Und sie geben anderen Leuten den Vorzug über sich selbst, obwohl sie selber in Leid sind. Obwohl sie selber in Not sind. Und diese Ayah hatte einen Offenbarungsgrund. Abu Huraira radiallahu an, er berichtete, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam einmal sagte, es kam ein Mann. Und er sagte dieser Mann, ich bin erschöpft und hungrig. Daraufhin sandte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu seinen Frauen, wer ihm etwas zu essen geben kann. Alle Frauen vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatten nichts zu essen zu Hause, außer etwas Wasser zu trinken. Wer? Die Frau? Des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Guck mal, bei uns zu Hause, du schiebst schon die Waren vor, wie bei Pennymarkt und so, da werden die Waren vorgeschoben. Cola Sherry hier, Cola Vanille da, du hast alles. Du hast alles zu Hause. Aber subhanallah al-Azim, bei ihm war es so, bei den Frauen, sie hatten nichts außer Wasser gab. Was hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dann gemacht? Er sagte, wer kann diesen Mann heute Nacht als Gast aufnehmen? Allahu Akbar. Ein Mann der Ansar hat sich gemeldet. Und er sagte, ja Rasulallah, ich übernehme das. Und er hat seinen Gast mit nach Hause genommen. Und sie wusste, es geht hier um Lohn, liebe Geschwister, nicht um persönliche Interessen. Und dann, als er nach Hause kam, fragte er seine Frau, hast du etwas zu essen? Hast du etwas zu essen zu Hause? Sie sagte, nein, nur das Essen meiner Kinder. Er sagte zu ihr, dann lenke sie irgendwie vom Essen ab. Und wenn sie zu Abend essen wollen, dann bring sie zu Bett. Lenke sie ab, so dass sie danach schlafen. Und wenn unser Gast zum Essen kommt, dann lösche die Lampe und lass uns so tun, als ob wir beide zusammen mit ihm essen und er denkt, dass wir mit ihm mitessen. Subhanallah, so gingen sie beide, der Mann und die Frau, in das Bett und sie schliefen hungrig ein, liebe Geschwister. Am nächsten Tag ging der Mann, der diesen Gast mit nach Hause genommen hat, zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dann sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, Allah bewundert, was ihr für euren Gast vergangene Nacht getan habt. Allah ist verwundert darüber. Subhanallah. Und in einer anderen Überlieferung, dahikalah, er hat ihn zugelächelt. Und es heißt in einer Überlieferung bei Imam Ahmad, wem Allah zulächelt, höre zu, der wird in das Paradies hereingehen ohne Abrechnung. Amen. Möchtest du nicht, dass Allah dir zulächelt? Möchtest du nicht, dass Allah Azza wa Jal dir zulächelt? Subhanallah al-Azim, o Diener Allahs, höre diese gewaltige Geschichte an. Barmherzigkeit bis in den Tod herein. So war das bei den Salaf-Gelehrten. Es wird erzählt, liebe Geschwister, von Habib ibn Abi Thabit. Er sagte, eines Tages war die Schlacht von Yarmouk gewesen. Das war eine gigantische Schlacht gewesen. Und als die Kämpfe etwas nachgelassen haben, lag eine Reihe von den Muslimen sterbend auf dem heißen Sand. Und ich sammelte meine Kräfte, er war selber sehr erschöpft, und fing an,
nach meinem Neffen Harith zu suchen. Harith, wo ist Harith? Ich suche nach meinem Neffen Harith. Er sagte, ich schlief zwischen den Verwundeten und von denen viele in ihren letzten Atemzügen lagen, kurz vor dem Tod. Bis ich Harith gefunden habe, meinen Neffen. Er lag in einem See von Blut und konnte fast gar nicht mehr reden. Seine Kräfte haben nicht mehr ausgereicht, dass er mir sagen wollte, er will etwas zu trinken haben. Dann merkte ich, dass er seine Augen bewegt hat, um mir damit ein Zeichen zu geben, dass er von dem Wasser trinken möchte, welches ich in der Hand hatte. Aber subhanallah, kurz bevor ich Harith etwas zu trinken geben wollte, hörte er eine laute Stimme von Ikrimah. Er sagte, Wasser, Wasser. Dann machte Harith das Zeichen mit seinen Augen, geht zu Ikrimah. Er konnte nicht mehr reden, obwohl er selber sehr, sehr durstig war, liebe Geschwister. Also ging er zu Ikrimah und öffnete für ihn den Wasserschlauch und wollte ihm gerade das Wasser geben. Als er von Weitem die Stimme von Ayash hörte, Wasser, Wasser, dann sagte Ikrimah, geh und gib ihm etwas zu trinken. Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim, liebe Geschwister. Er sagte, als ich zu Ayash ankam, zwischen den Toten und Verletzten gelaufen bin, hörte ich nur noch seine letzten Worte, Ja Allah, wir haben unser Leben nicht geschont. Wegen unserem Glauben, verwehre uns nicht die Stufe der Shuhada und vergib uns. Er war dabei zu sterben und er sah noch die Wasserflasche, die ich ihm gebracht hatte, aber er hatte keine Zeit mehr zu trinken. Er konnte gerade noch die Shahada sprechen und dann ist er gestorben. Also rannte ich wieder zurück, sagt er, zu Ikrimah, der mich vorher um Wasser gebeten hat. Und als ich versuchte, ihm zu trinken zu geben, stellte ich fest, dass er auch zum Shahid geworden ist. Also rannte ich weiter zu Harith, bei dem ich ursprünglich gewesen bin, und ich sah, dass auch Allah Azza wa Jal seine Seele genommen hat. Er sagt, so war ich mit Schmerz Zeuge geworden, wie ein Wasserschlauch auf dem Weg zwischen drei Shuhada voll geblieben ist. Ich habe in meinem Leben viel erlebt, doch nichts hat mich so sehr beeindruckt wie dieses Ereignis. Ihre völlige Selbstaufopferung, ihr Mitgefühl und ihre Sorge um den anderen, obwohl sie nicht miteinander verwandt waren. Guck mal, wie sie an ihre Geschwister gedacht haben. Sie waren bereit, etwas zu opfern. Ich frage dich nochmal, o Diener Allahs, was hast du geopfert für diese Religion? Sei ehrlich, war es viel oder wenig? Und ich gebe euch die Geschichte bekannt von einem gewaltigen Sahabi, liebe Geschwister, Abdurrahman ibn Auf. Ihr wisst, er war nicht immer reich gewesen, er ist später reich geworden. Sa'd ibn al-Rabi' von den Ansar, liebe Geschwister, als der Prophet Muhammad s.a.w. zwischen den Muhajirun und den Ansar verbrüdert hat, sagte Abdurrahman ibn Auf, bin ich zu Sa'd gegangen. Und dann sagte Sa'd zu Abdurrahman ibn Auf, obwohl er ihn zum ersten Mal gesehen hat, ich bin der reichste Mann unter den Ansar. Es würde mich freuen, die Hälfte meines Vermögens dir abzugeben. Noch mehr? Noch mehr. Und er sagte, ich habe zwei Frauen. Ich bin bereit, mich von einer scheiden zu lassen. Und wenn ihre Idda, ihre Wartezeit vorbei ist, dann kannst du sie heiraten. Ich bitte dich. Er war der reichste Mann. Und die Hälfte seines Vermögens, was denkst du, wie viel das war? Einer kommt zu dir und sagt dir, ich biete dir 1 Million an. Nimmst du oder nimmst du nicht? Lüg nicht im Hause Allahs. Nimmst du oder nimmst du nicht? Du nimmst. Du nimmst. Und jetzt höre die Antwort von einem, der auf Allah vertraut hat, wie wir uns das niemals beide vorstellen können. Er sagte, Abdurrahman ibn Auf, er sagte, ich bin nicht bereit, irgendetwas von dir anzunehmen. Lass deinen Besitz für dich, ich habe kein Interesse daran, zeig mir nur, wo der Markt ist, ich will selber arbeiten mit meinen eigenen Händen. Ich vertraue darauf, dass Allah mir gibt, was er für mich geschrieben hat. Hast du schon mal so ein Vertrauen auf Allah gehört? So ein Vertrauen auf Allah? Seien wir ehrlich, wir hätten alle die Millionen genommen, oder? Und wir hätten uns schon auf irgendeine Insel festgesetzt, mit Schirmchen dringend, und wir hätten gesagt, Allahumma, al-Jannahuna, al-Jannahuna. Wir hätten gedacht, das Paradies ist hier. Aber subhanallah, er sagte, ich habe kein Interesse an deinen Sachen.
Behalte sie für dich. Möge Allah das segnen, dass du mir so ein Angebot unterbreitest. Und er hat die nie zuvor gesehen, liebe Geschwister. Wie viele Bilder haben wir gesehen von unseren Geschwistern? Und wir haben noch nicht einen Euro gespendet. Oder nicht 10 oder 20, zumindest nicht genug. Woran liegt das? Das liegt, dass wir etwas heilen müssen, was sich Krankheit nennt. Wie heißt diese Krankheit? Geiz. Was haben wir gesagt? In einem gläubigen Herzen passen nie zwei Dinge zusammen. Der Glaube und der Geiz. Und der Geiz. Bist du bereit, heute deinen Geiz abzulegen? O Diener Allahs, und die freudige Botschaft, und damit beende ich, vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte, man naffasa an mu'minin kurba min kurabi dunya, naffasa Allahu anhu kurba min kurabi yawmin qiyana. Derjenige, der seinem Bruder eine Sorge abnimmt, so wird Allah ihm dafür eine Sorge yawmul qiyana abnehmen. Und sei dir sicher, wir werden alle große Probleme haben, Yawmul Qiyamah. Wenn du deinem Bruder nur mit etwas hilfst, vielleicht bist du der Grund, der ihm Winterschuhe kauft. Vielleicht bist du der Grund, der ihm ein Anurag kauft. Du weißt nicht, was er für Bittgebete für dich im Verborgenen macht. Du hörst diese Bittgebete nicht, aber vielleicht sind sie es, vielleicht sind diese Bittgebete der Grund, dass du in das Paradies kommst. Möge Allah Azza wa Jal uns alle in das Paradies hereinbringen lassen. Und möge Allah Azza wa Jal diesen Geiz aus unserem Herzen nehmen und uns ab heute ändern und nur noch daran denken, wie können wir Allah mehr lieben und näher kommen, und dass wir alles verlassen, was Allah Azza wa Jal hasst. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaytan. Möge Allah سبحانه وتعالى مي فجيبن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.